Das Video, auf das ihr alle so sehnsüchtig gewartet habt, ist endlich hier. Es ist ein neuer Monat, der Juni, und deswegen möchte ich auch wieder über die neuen Releases diesen Monat sprechen. Und genau wie jeden Monat ist das keine vollständige Liste aller Spiele, die erschienen sind. Dafür könnt ihr einfach gerne auf Wikipedia oder so gehen, sondern hier möchte ich vor allem die Spiele besprechen, die ich persönlich auch interessant finde. Das heißt nicht, dass das definitiv Spiele sind, auf die ich jetzt unbedingt Bock haben muss, aber zu denen ich auf jeden Fall irgendwie was sagen kann. Also ich brauche jetzt nicht irgendeine für mich vollkommen irrelevante Simulation oder Aufbauding oder sonst was irgendwie besprechen, nur weil es irgendwie erschienen ist. Das ist nicht der Zweck dieses Formats. Und eben auch noch für die Leute, die neu hier sein sollten, nochmal der Hinweis, die Liste erfolgt in der Reihenfolge von dem Spiel, was mich so am wenigsten interessiert, bis dann hin zu dem Spiel, wo ich wirklich diesen Monat am meisten Bock drauf habe und dass ich eben auch am liebsten dann selbst spielen möchte. Im besten Fall wird es zu den ganzen Titeln, die ich hier erwähne, auch irgendwelche Inhalte geben. Entweder hier auf diesem Kanal, auf meinem Patreon exklusiv, ne, Patreon/Speckhubs, gerne vorbeischauen zur Unterstützung meiner Arbeit, oder eben auch in den Streams werde ich wahrscheinlich ein paar von diesen Titeln vorstellen. Könnt ihr entweder live zusehen, twitch.tv/Speckhubs, oder ihr geht einfach auf den Speckhubs Stream Archive Kanal und könnt da die einzelnen Segmente in Ruhe nachholen. Und auch hier nochmal der Hinweis, dass falls ihr jetzt dieses Format hier zum ersten Mal sehen solltet, ich versuche das zumindest jeden Monat direkt immer zu machen. Das heißt, falls ihr davon noch nichts verpassen sollt, am besten einfach unten das Abo dalassen. Aber ja, fangen wir an. Und das ist jetzt mal als Ausnahme eigentlich ein Spiel, wo ich mich am meisten mit drauf freue. Aber weil ich es so sehr in den Vordergrund rücken will und weil ich eben auch möchte, dass das möglichst jede Person mitbekommt, packe ich das einfach mal an den Anfang. Und das ist Ghost Trick Phantom Detective. Wer meine Besprechung beispielsweise von der GameStar-Liste der besten Story-Spiele gesehen hat und dann eben auch meinen Stream, wo ich meine, also so ganz schnell aus dem Stand heraus eben meine 100 besten Story-Spiele dann besprochen habe. Die Leute werden wissen, dass Ghost Trick für mich die beste Handlung hat, die jemals in einem Videospiel erzählt wurde. Ich liebe dieses Spiel ohne Ende. Das ist so eine eindeutige 10 von 10. Eines der besten DS-Spiele, die jemals erschienen sind. Und Ende des Monats, ich glaube am 30. erscheint wirklich auf allen Plattformen das Remaster, was auch wirklich gut aussieht, wo eben auch ein neuer Arranged-Soundtrack mit auswählbar ist, der sich hervorragend anhört von dem, was ich mittlerweile so mitbekommen habe. Physisch wird das ganze Ding leider nur in Japan erscheinen, habe ich mir eben auch schon eine Switch-Version vorbestellt, natürlich eben auch mit dem Soundtrack, weil ich das ganze Ding auch dann unterstützen möchte. Und ich werde auch versuchen, im Vorfeld nochmal zu der DS-Version ein separates Video zu machen und dann natürlich auch, wenn das Spiel rausgekommen ist, das Ganze vorstellen. Und ja, also bitte, Leute, behaltet euch das einfach im Kopf. Es ist ein großartiges Spiel mit einer fantastischen Handlung und eben auch einem super coolen Spieldesign, bei dem ihr einen toten Detektiv spielt, der seine Umgebung beeinflussen kann. Und das heißt, die ganzen Level und eben auch diese ganzen Aufgaben, Missionen bestehen immer daraus, dass ihr kurz nachdem irgendeine Person gestorben ist, die Zeit wieder zurückdrehen könnt und dann mit so Rube Goldberg-artigen Kreationen die Umgebung manipulieren müsst, weil ihr seid ja ein Geist. Das heißt, ihr könnt nur in irgendwelche Objekte eben reinspringen und auch nur die, die in eurer Nähe sind, und müsst dann irgendwelche Contraptions erstellen, um das Ganze zu manipulieren. Fantastisches Ding, wirklich von vorne bis hinten. Es ist unglaublich, wie das Spiel es schafft, seine Narrative und die ganzen Dinger, die es aufbaut, so perfekt abzuschließen. Also ich kann das Ding einfach nicht hoch genug loben, und ich weiß, dass Leute immer dann denken, also Alter, jetzt hör doch mal auf, so ein Spiel irgendwie so beim Klee irgendwie zu loben oder so. Vor allem lustig im Kontext, dass ich ja immer so viel am Meckern bin über die ganzen Sachen. Aber jede Person, der ich auch Ghost Trick empfohlen habe, so, es ist immer dieser Wandel von Leuten, dass dann, du hast Ghost Trick nicht gespielt und sobald du Ghost Trick spielst, wirst du auch zu einem dieser Zombies, die nur noch allen Leuten irgendwie Spiel Ghost Trick, endlich. So, und deswegen auf jeden Fall, das wollte ich nur am Anfang mal platzieren. Aber jetzt zum richtigen ersten Spiel diesen Monat, und das ist Diablo 4.
kommen wir dann eben auch zum nächsten, nämlich Layers of Fear. Das ist eine Art Remake, Reimagining der ersten beiden Teile. Es ist super seltsam, weil sie hatten es zuerst Layers of Fears genannt, um das so ein bisschen davon abzuheben. Und jetzt heißt es Layers of Fear und ist aber auch nicht nur ein Remake irgendwie vom ersten Teil, sondern wie gesagt, es sollen scheinbar die ersten beiden Spiele, wo ich auch noch keine Ahnung habe, wie das genau funktionieren wird, weil der zweite ja schon ein sehr anderes Setting irgendwie hatte. Also keine Ahnung, ob die das versuchen zu kombinieren oder dass du dann halt wirklich am Ende vom ersten Teil dann einen Cut hast, so keine Ahnung. Und ich bin jetzt nicht wirklich der größte Freund von den ersten beiden Layers of Fear Spielen. Ich finde generell, ne, wer mein Video auch zum Silent Hill 2 Remake gesehen hat, weiß, ich bin nicht gerade der größte Fan von Bloober und deren Spielen. Und Layers of Fear war eben auch so ein Titel, der eben sehr, oh, PT ist erfolgreich, PT ist populär, da müssen wir jetzt irgendwie auch noch schnell was kopieren und irgendwas machen. Und es gab so ein, zwei visuell interessante Dinge im Level-Design und das war es dann aber auch. Und ich meine, auch das war halt sehr stark kopiert von PT eben. Und alles, was so die Handlung betraf und sonstige und die Horrorelemente, fand ich halt super lame und langweilig. Layers of Fear 2 war zumindest von seinem Setting her ein bisschen interessanter, ein bisschen inspirierter, aber das hat mich auch vollkommen kalt gelassen. Ich werde es mir dennoch ansehen, einfach auch in der Hoffnung, weil es jetzt auch von einem anderen Studio, glaube ich, gemacht ist, die eben dieses Remake übernehmen. Und gerade weil es so eine seltsame Mixtur ist, möchte ich es mir auf jeden Fall ansehen. Wir werden das Ganze auch wahrscheinlich bei unserem Horrorspiel-Podcast Ink Ribbon Radio, ne, Ink Ribbon Radio, eben das Farbband Ink Ribbon aus Resident Evil. Ich weiß, dass wenn manche Leute das irgendwie hören, am Anfang nicht sofort wissen, welche Wörter genau ausgesprochen werden. Der beste Horrorspiel-Podcast, nicht nur Deutschlands, sondern auch der Welt, beweist uns gerne das Gegenteil. Versucht das mal. Aber ja, da werden wir das Ganze auch auf jeden Fall besprechen. Habe ich auch dann verlinkt. Und ich bin gespannt. Ich habe keine Hoffnung. Ich habe wirklich keine Hoffnung, aber ich bin gespannt und es wäre natürlich super, wenn ein großartiges Spiel endlich mal da rauskommen würde. Crash Team Rumble ist ein seltsames Multiplayer-Spiel, basierend eben auf Crash Bandicoot, ist auch, soweit ich das eben, nehme ich mal an sehe, eben in der gleichen Engine und arbeitet eben auch sehr mit denselben Assets von Crash Bandicoot 4, also beziehungsweise Crash 4, was ja auch von Toys for Bob gemacht wurde. Und das hatte so eine seltsame Entwicklungsgeschichte hinter sich, weil ursprünglich, und da waren eben auch schon Hinweise in dem originalen Release von Crash 4 enthalten, ist eben ein separates Multiplayer-Spiel oder zumindest irgend so einen Multiplayer-Modus namens Wumba League geben sollte. Das Ding wurde gecancelt. Da gibt es auch sehr interessantes Bildmaterial von Liam Robertson auf seinem Kanal, der dazu ein bisschen was gemacht hat. Und die Version, die wir jetzt eben kriegen, Crash Team Rumble, ist nochmal eine separate neue. Also eben wirklich ein kompetitives Multiplayer-Spiel, so ein Team-Match, wo es eben darum geht, diese ganzen Wumpa-Früchte einzusammeln und dann irgendwo zu platzieren. Und ich finde es an sich interessant. Ich finde es auch cool, aus einem Plattformer wie Crash dann so ein Multiplayer-Spiel zu machen, ohne jetzt direkt, okay, wir machen einfach Crash in Fortnite und das ist jetzt unsere Multiplayer-Version, sondern eben wirklich so was Eigenes zu kreieren und zu versuchen. Und ich bin auf jeden Fall, deswegen wollte ich das auch mal erwähnt haben, weil ich werde da auf jeden Fall so ein Auge drauf behalten. Ist jetzt nichts, wo ich dann sofort zum Start hin muss, einfach weil es auch zu viele Spiele momentan gibt und Dinge, die ich noch nachholen will. Aber auf jeden Fall etwas, wo ich so ein bisschen das Auge drauf werfe und sollte sich das herausstellen, yo, das ist ganz cool, das ist ganz interessant, dann möchte ich zumindest versuchen, da eben auch mal reinzublicken und dann wird das wahrscheinlich etwas sein, was ich mir zumindest mal im Stream oder so ansehen werde. Story of Seasons, A Wonderful Life, nur nochmal auch für den Kontext da, Story of Seasons ist an sich die eigentliche Harvest Moon Reihe, so das ist ja auch so ein gewisser Clusterfuck, dass ja Harvest Moon nur bei uns im Westen eben der Name dieses Franchises war und dass dann die Leute, die eben die IP hatten, dann von eben, ne, also das quasi so die originalen Entwickler und der IP-Holder hier im Westen haben sich eben getrennt und während dann die originale Serie dann weitergeführt wurde, musste man eben einen neuen Namen finden und deswegen wurde dann Story of Seasons, was eben am originalen Titel auch wesentlich näher dran ist, während Harvest Moon dann einfach von irgendwelchen anderen Leuten weitergeführt wird. Das heißt, Story of Seasons ist eigentlich die richtige weitere Harvest Moon Reihe und wir hatten ja jetzt schon so Remakes bekommen zu den Spielen. Es gab ja einen Remake von Friends of Mineral Town, was ich fand, das nicht besonders gut aussah, deswegen hatte ich mir das auch nicht angesehen. Das ist jetzt aber A Wonderful Life, also ne, das Remake von Harvest Moon, A Wonderful Life,
was ursprünglich auf dem GameCube erschienen ist, später auch einen PlayStation 2 Port erhalten hat. Da gab es ja auch dann, wie das öfter mal in der Serie war, einen Port, wo dann eben statt dem Jungen, beziehungsweise Mann ja in dem Titel auch, da machst du ja wirklich ein komplettes Leben durch, dann eben auch ein Mädchen beziehungsweise Frau spielen konntest. Und das ist jetzt ein Remake davon und dementsprechend im Gegensatz zu Friends of Mineral Town, weil Friends of Mineral Town ursprünglich, das war ja eigentlich schon eine Art Remake von dem PlayStation 1 Spiel Back to Nature und das war jetzt aber dann wieder das Remake von dem GBA-Titel, der dann aber 2D war und dann eben in, wie ich finde, relativ nicht appetitlich aussehendes 3D verwandelt wurde. Und hier in dem Fall haben sie ja schon die Basis. Sie haben ja schon die visuelle Basis von dem GameCube-Titel, der ja auch schon dreidimensional war. Und dementsprechend muss ich jetzt hier zumindest sagen, dass es als Remake für mich deutlich schöner aussieht. Ich bin natürlich immer noch so ein bisschen, okay, mal abwarten und gucken, was dann eben jetzt zum Release dann auch andere Leute sagen. A Wonderful Life war jetzt nie das beste Harvest Moon, was eben so die klassischen spielerischen Aspekte von dem Farming-Teil betraf. Na, das war ja sowieso in 3D immer ein bisschen umständlicher als in der zweiten Dimension als ein Top-Down-Spiel. Das, was Wonderful Life aber so cool gemacht hat, war, dass es einen wesentlich größeren Fokus auf die Interaktionen mit den Bewohnern aus dem Dorf hatte, dass es wesentlich mehr Kram abseits noch so zu entdecken gab, auch an so Story-Elementen und Entwicklungen von den Figuren und eben auch die Tatsache, ne, deswegen der Name A Wonderful Life, dass der Charakter wirklich gealtert ist. Also, dass du zum Beispiel bei der männlichen Figur dann eben auch nachher so einen richtigen Schnörres bekommst und eben auch ein Kind kriegst und das in so verschiedene Phasen eingeteilt ist und sich dann auch, dass das Kind nachher älter wird. Nicht so Tag für Tag, sondern wie gesagt, es gibt dann einfach Phasen, wo es so, yo, jetzt ist das ein Baby und jetzt ist das ein Kleinkind und jetzt ist das irgendwie so Kindergartenkind oder sonst was, wie du das irgendwie benennen willst. Und deine, ich will nicht sagen Entscheidungen, aber so ein paar Sachen können das dann hier und da eben beeinflussen. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool und habe auf jeden Fall nostalgische Gefühle dafür. Deswegen würde ich mir das eigentlich gerne mal ansehen. Aber ich hege jetzt nicht die großartigen Hoffnungen, dass das jetzt so ein, mega Geheimtipp wird. Weil wie gesagt, Wonderful Life auch schon in der originalen Version jetzt eher eines der zwar interessanteren, aber spielerisch auf jeden Fall eher so mittelmäßigen Titel der Reihe war. Harmony, The Fall of Rivieri, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht gut da drin. Sagen wir einfach mal Harmony. Das neue Spiel von Dontnod, den Machern unter anderem von Life is Strange, was ich noch nicht so richtig irgendwie einschätzen kann. Also dadurch, ich hatte mir jetzt nochmal Gameplay-Material angesehen, ich hatte mir nochmal ein paar Trailer angesehen und ja, so das grundlegende Story-Konzept ist für mich klar, dass man eine Person spielt, die aus irgendeinem Grund eben auch die Fähigkeit bekommt, in so eine alternative Dimension mit den ganzen Göttern reinzutauchen, in die Zukunft sehen kann und dann irgendwie auch eine von diesen Götterpersonen wird und durch die Interaktionen mit diesen anderen Götterpersonen die Zukunft der Erde entscheiden kann und dass du dann eben durch die Interaktionen verschiedene Pfade in der Handlung irgendwie aufbaust, dann durch verschiedene Sachen teilweise eben auch in die Zukunft sehen kannst, um eben zu gucken, wie könnten bestimmte Entscheidungen irgendwas beeinflussen und im Endeffekt geht es dann scheinbar darum, welcher dieser Götter am Ende ausgesucht wird oder beziehungsweise die stehen ja für bestimmte Aspekte und was wird dann der Fokus der neuen Welt, der Menschheit oder so, whatever. Und da habe ich eben noch nicht so den, so ich finde das interessant, so sowohl von dem Handlungskonzept als auch eben der Tatsache, ne, spielerisch wie das Ganze aufgebaut, oder nicht spielerisch, sagen wir mal strukturell aufgebaut ist. Aber ich habe eben noch zu wenig davon gesehen. Ich finde den Stil ziemlich cool und eben auch wie die anderen Charaktere aussehen. Das, was ich von der Protagonistin bisher gesehen habe, fand ich unfassbar langweilig. Das war, also zumindest das, was man gezeigt hat und wo es dann eben auch Dialoge von ihr gab, das war sehr 0815 und unfassbar, okay, ha, ich bin wieder, ich weiß nicht so ganz und schüchtern und das weiß ich, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall kein Charakter, der mich in so einer Handlung irgendwie großartig interessiert, aber auch da müssen wir eben sehen und deswegen packe ich das Spiel jetzt ein bisschen weiter nach hinten, einfach weil ich es eben schwerer einschätzen kann. Ein Spiel, was ich ebenfalls noch ein bisschen schwer einschätzen kann, ich habe das mittlerweile hier, ich hatte gestern tatsächlich den Code dafür gekriegt, ich werde das definitiv nächste Woche auch mal im Stream anspielen und das ist Loop 8 Summer of Gods. Ich hatte am Anfang gedacht, dass es, als ich es zum ersten Mal gesehen habe letztes Jahr oder Anfang des Jahres, dass es mehr eine klassische Visual Novel wäre oder zumindest halt so Visual Novel Adventure Spiel, japanisches Adventure Spiel. Aber es ist tatsächlich auch ein RPG, aber eben, und das ist, kommt auch der Name her, Loop, dass es eben darum geht, dass man wieder so eine Zeitschleife hat und dann eben auch mehrere Dinge irgendwie beeinflussen kann, aber dass es die Leute, mit denen man interagiert, ne, die feste Gruppe von Freunden und so, dass die
die auch mit in RPG-Kämpfe genommen werden können. Aber nicht, dass sie aufleveln, sondern dass es so andere Freundschafts- und Persönlichkeitstraits gibt, so beziehungsmäßig, die dann außerhalb der Kämpfe eben auch so aufgelevelt bearbeitet werden können und dass du dann in diese Art von Dungeons reingehst. War auch alles sehr wirr bisher, was ich von dem Gameplay-Material gesehen habe. Auch da war es irgendwie, ich hatte mir extra einen von, das wird ja in, ich glaube in den USA oder so, von Xseed oder so gepublished, und hatte mir extra auf deren Kanal ein Video angesehen. Das war, also erstmal klang der Typ, als wäre das mit Text-to-Speech oder so gewesen. Keine Ahnung, was da irgendwie schief läuft, wenn man eigentlich den eigenen Titel irgendwie gut promoten will. Aber es war sehr wirr und eben auch nicht wirklich so verständlich erklärt. So, das Material aus dem Video sieht ja auch gerade im Hintergrund und es wurde eben sehr oft pausiert und dann kurz was gesagt und nicht ganz gut zusammengefasst. Also es ist auch so ein Spiel, wo ich so, ja, die Elemente, die ich sehe, das, was ich mitbekomme, das ist auf jeden Fall interessant, aber so wie es mir erklärt wurde, habe ich noch nicht wirklich so ein großartiges Verständnis dafür und deswegen packe ich das eben auch hier eher in den Mittelteil. Fall of Porcupine ist alleine deswegen für mich interessant, weil es mir sehr harte Night in the Woods Vibes gibt. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, in meiner Top 10 auch. Ich liebe das Ding, das ist absolut fantastisch und hier haben wir wieder ein Spiel mit einer doch recht ähnlichen Optik auf jeden Fall. Eben dann auch mit Tierfiguren, die gespielt werden, auch als eine Art Side-Scroller, in dem es zwar, das ist nicht der Fokus, dass es da Jump'n'Run-Segmente gibt, aber das ist trotzdem die Art und Weise, wie du eben mit der Welt interagierst und von links nach rechts gehst und eben auch, dass es dann diverse Minispiele gibt. Das Setup ist nur ein vollkommen anderes, dass eben der Hauptcharakter scheinbar junger Doktor ist, der in irgendeinem Krankenhaus angefangen hat und ich glaube so, da seit ein, zwei Wochen oder so ist und dann eben auch mit diesen ganzen Eigenschaften von dem Krankenhaus, von dem System, ne, eben auch dem Gesundheitssystem und wie eben auch die verschiedenen Charaktere oder beziehungsweise eben auch Positionen in einem Krankenhaus von den normalen Kollegen, der Rezeptionistin, den Krankenschwestern, irgendwie den Oberärzten und dann eben auch der Umgang mit den Patienten. Und das finde ich thematisch immer super interessant. Und auch die Tatsache, dass es sich eben visuell natürlich so sehr an Night in the Woods orientiert, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Ich hatte bis zu dieser, deswegen mache ich auch selber gerne diese Videos, weil viele von den Spielen, bevor ich dann extra die Recherche mache und mir die ganzen Sachen dann durchsehe, die ganzen Release-Listen und eben dann auch die Gameplay-Materialien ansehe und durchforste, um so ein Gefühl für die Spiele zu bekommen, gibt es viele Titel, von denen ich noch nie was gehört habe. Und genau das ist auch bei Fall of Porcupine der Fall, obwohl es so, ich gucke das an und dann ist es so, okay, das ist eigentlich genau der Shit für, es ist genau mein Shit, aber hat mich irgendwie überhaupt nicht erreicht. Und auch da zeigt sich mal wieder bei der ganzen Flut an Spielen, wie schwer das eigentlich ist, da seine Message irgendwie nach außen zu kriegen, wenn man jetzt nicht gerade bei welchen der größten Präsentationen irgendwie vertreten ist. Und selbst da muss man ja alle Präsentationen gucken, um das dann irgendwie mitzukriegen und teilweise gehen eben Sachen auch unter, werden wieder vergessen. Aber ja, ich finde das auf jeden Fall ganz cool und hoffe, ich werde die Zeit haben, mir das anzusehen diesen Monat. Es ist halt echt alleine, ich habe noch so viel Kram aus den vorigen Monaten aufzuholen. Es gibt immer noch so zwei, drei Titel, zu denen ich auch noch gerne meine Reviews fertig machen will. Und jetzt ist der Monat schon wieder so voll und wir sind ja noch nicht mal bei den wirklich richtig großen Brechern. Und dann so ein Titel wird wahrscheinlich dann leider auch bei mir so ein bisschen hinten runterfallen. Und ich hoffe wirklich, dass ich einfach die nächsten zwei Monate so, Leute, es sind drei Spiele kommen jetzt raus im Juli und August und jetzt kann ich endlich mal den ganzen anderen Kram irgendwie nachholen. Aber ja, Fall of Porcupine sieht auf jeden Fall sehr cool aus, sollte man im Auge behalten und ich hoffe, dass das vor allem, wenn es eben dann sich als ein sehr gutes Spiel herausstellen sollte, ich dann eben auch die Zeit habe, euch das so ein bisschen näher zu bringen. So, und jetzt nochmal in ganz eigener Sache. Ich habe es noch nicht gespielt, ich warte gerade noch darauf, dass ich dann hoffentlich einen Code dazu bekomme. Meine physische Version ist auf dem Weg, aber wird eben importiert, das heißt, die ist auch erst in einer Woche oder so zwei hier dann leider. Aber es handelt sich um We Love Katamari Reroll plus Royal, auch wieder Riviera. Ich sollte mal endlich dieses Wort lernen, wenn das schon zwei Titel diesen Monat haben. Ist das das neue Redemption oder so? Keine Ahnung. Irgendwelche Filmtitel, Videospieltitel und dann irgendein random Wort, das mit R beginnt danach. Das ist irgendwie so das Ding. Aber ja, We Love Katamari ist der zweite Teil der Katamari-Reihe. Der erste Teil, Katamari Damashi, ist ja schon als ein Remake vor 4 Jahren, glaube ich, rausgekommen. Reroll, habe ich auch ein Video dazu gemacht auf dem Kanal, was viel zu wenig Leute gesehen haben. Holy shit. Ich liebe diese Serie und ihr werdet sie hoffentlich auch lieben. Und es geht an sich, genau wie im Vorgänger, darum, dass ihr als Prinz des Kosmos, euer Vater hat wieder irgendeinen Scheiß gemacht, irgendwelche
Planeten sind wieder zerstört worden. Fuck, wir müssen neue Planeten erschaffen. Und wie machen wir das? Indem wir alles Mögliche aufrollen. Sei es nun Müll, Personen, Tiere, Häuser oder eben auch ganze Landmassen. Scheiß drauf. Du als Prinz hast dein Katamari, rollst den und fängst dann eben an, mit kleinen Dingen aufzurollen. Und je größer dein Katamari dadurch wird, desto größer sind eben auch die Objekte, die aufgerollt werden können. Ein sehr simples, spaßiges Prinzip, was dann eben gerade in Wheel of Katamari sehr stark erweitert wurde. Das ist das letzte Spiel. Es waren nur die ersten beiden, die vom tatsächlichen Schöpfer Keita Takahashi eben kamen. Und Wheel of Katamari ist eine wunderbare Erweiterung vom Original. Ich weiß, dass viele Leute Damashi präferieren, eben weil es so einen klaren Fokus hat und sich eben auch in seinem Aufbau so sehr arcadey anfühlt. Aber Wheel of Katamari, finde ich, hat ein wesentlich besseres Missionsdesign. Dass es da zum Beispiel eine Mission gibt, wo du einen Feuer, also quasi du hast einen Ball, der am Brennen ist und musst dementsprechend Objekte aufsammeln, die eben auch brennen können. Das heißt, du musst dann gucken, dass du irgendwie Holz sammelst beispielsweise und keine Objekte aufrollst, die irgendwie einen Feuerlöscher sind oder irgendwie andersweitig nass sind oder damit assoziiert werden, Feuer zu löschen. Oder einen Sumo-Ringer, der dann über Essen gerollt werden muss, beziehungsweise Dinge, die haben dann alle ihren Kalorienwert und du musst eben nicht die Größe des Objekts, was dann den Katamari beziehungsweise eben diesen Sumo-Ringer größer macht, sondern die Kalorienanzahl. Das heißt, du willst eben auch mehr über fettige Objekte rollen und weniger irgendwie über Obst oder Salat oder sonst was. Und noch viel mehr ist dementsprechend auch so ein bisschen kurzweiliger mit mehr Stages. Ich liebe das Ding. Ich hoffe, wir werden auch noch einen Remake zu Beautiful Katamari bekommen. Das ist das Spiel, was auf der Xbox 360 rausgekommen ist. Auch Xbox-exklusiv ist immer noch. Ich weiß, dass Leute dann irgendwie immer auf das PlayStation 3-Spiel Katamari Forever schielen. Das ist aber eher eine Compilation von den vorigen Katamari-Spielen mit noch so ein paar zusätzlichen Leveln und Filtern und sonstigen Kram, der draufgekommen ist. Beautiful Katamari ist ein komplett eigenes Spiel, was zum Glück abwärtskompatibel ist auf der Xbox One. Das ist wirklich fantastisch. Auch die DLC-Level lohnen sich wirklich. Das sind, glaube ich, mit die besten Katamari-Stages, die es jemals gab. Wäre cool, wenn wir das auch bekommen. Ich hatte mit Reroll, dem ersten, überhaupt gar keine Probleme, wirklich. Ne? Ist ein sehr simples Remake geworden. Hätte man auch theoretisch wahrscheinlich irgendwie als einen Port bezeichnen können, aber die Sachen wurden ja tatsächlich neu gemacht. Und ich nehme jetzt auch mal an und von dem, was ich gesehen habe, dass Wheel of Katamari da genauso auf dem Qualitäts Level irgendwie sein wird. Und wie gesagt, ich liebe das Original. Fantastischer Soundtrack und ja, einfach nochmal Liebe dafür rausgehauen hier in der Mitte vom Video. So, der nächste Titel, Dardogne ist es, glaube ich, oder Dardogne. Ich, wie gesagt, Aussprache von nicht-deutschen Wörtern, schon bei deutschen Wörtern teilweise, komme ich ins Stolpern, gerate ich ins Stolpern. Ich bin einfach viel zu biodeutsch dafür. Aber ich sage einfach mal, Dardogne ist ein Spiel, von dem ich spielerisch auch nicht wirklich Ahnung habe, was es wird. Ich kriege halt sehr starke Boku no Natsuyasumi-Vibes, ne, wo ja auch das Shinchan-Spiel als ein Spin-Off bei uns endlich rausgekommen ist. Falls ihr mehr zu Boku no Natsuyasumi sehen wollt, empfehle ich das, wie lang ist das? 6-Stunden-Video von Tim Rogers dazu. Großartige PlayStation-Reihe. Und ich krieg so ähnliche Vibes von Dardogne. Und das, was es aber noch so besonders macht und weswegen ich auch das jetzt ein bisschen höher gesetzt habe, im Gegensatz zu anderen Spielen, wo ich eben auch so, oh, das sieht cool aus, aber ich weiß nicht ganz, wie es wird und was ich da mache, ist, dass das visuell mich einfach so unfassbar umwirft. Holy shit, wie gut dieses Spiel aussieht, wie sie es geschafft haben, eigentlich den Stil und auch die Optik von so 2D, ne, von, sagen wir mal, es hat halt sehr den Vibes von auch so 80er, 90er Anime-Stil, so, also nicht der Stil selber ist, aber erinnert mich vom Feeling halt mehr an solche Sachen, eben auch die früheren Ghibli-Titel oder so. Und diese Optik einzufangen mit 3D-Modellen und dann eben auch eine Optik, die, wenn man das dann teilweise eben auch sieht, dass man so von links nach rechts über den Bildschirm geht und die Hintergründe halt dreidimensional sind und auch wirklich so tiefen, in die Tiefe reingehen und du wirklich das Gefühl bekommst da auch, als könntest du irgendwie reingehen und dann da sein. Ne, das ist nochmal ein bisschen was anderes, wie zum Beispiel die Hintergründe in Vanillaware-Spielen oder so, ne, wie jetzt einem Odin Sphere oder einem
13 Sentinels beispielsweise, sondern dass da eben wirklich, okay, da wird eben auch eine Tiefe aufgebaut und dass dann aber auch, wenn du von links nach rechts gehst, es nicht gleich zweidimensional bleibt, sondern es sich dann auch so ein bisschen wandelt, dass du dann halt wirklich siehst, sobald du von links nach rechts gehst, dann ist eben ein Objekt irgendwie auch mehr zu dir gedreht und wandelt sich dann. Und eben auch die Protagonistin selber ist, also es ist so, ich meine, ihr macht einfach die Augen auf, Leute, guckt mal kurz von eurem eigentlichen Spiel, pausiert das einfach mal gerade, das ist okay, ja, das dürft ihr. Und dann guckt einfach jetzt mal gerade auf euren zweiten Monitor oder auf euer Handy oder so, pausiert kurz das Abspülen, schaut einfach mal drauf, das Ding sieht unfassbar aus. Also wirklich alleine für den Stil werde ich mir das definitiv mal ansehen. Und ich glaube, selbst wenn es spielerisch einfach die langweiligste Breie Scheiße, die ich jemals gespielt habe, irgendwie ist, alleine nur für irgendwie so diese virtuelle Kunst oder so, sich das anzusehen, wird sich das lohnen. Und ich meine auch, dass das angekündigt wurde gerade für den Game Pass, also von daher noch besser. Leute, die so ein bisschen was über mich kennen, wissen viel zu viele peinliche Dinge, aber auch die Tatsache, dass ich riesiger Fan von Rollercoaster Tycoon bin. Auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und als ich vor 2 Jahren herausgefunden habe, dass es mittlerweile ein Rollercoaster Tycoon 2 Open, also RCT 2 Open, ne, das ist eine Open-Source-Version von Rollercoaster Tycoon 2, wofür man die originalen Spiele halt besitzen muss, aber basierend auf denen darauf werden die dann eben erweitert und angepasst. Hervorragend. Beste Möglichkeit, eben die ersten beiden Rollercoaster Tycoon Teile zu spielen. Und das ist für mich immer noch der Peak. So, ich habe viele Sachen danach ausprobiert und alle, so, es gab dann auch hier und da mal irgendwas, was, wo ich gesagt habe, ja, okay, eine Planet Coaster oder so ist auf jeden Fall ganz cool, aber nichts kommt für mich an Rollercoaster Tycoon 2 ran. Und eben auch gerade die Möglichkeiten, die dann RCT2 Open dann gibt. Ich bin da wirklich vor 2 Jahren nochmal so in eine Spirale reingefallen, habe, glaube ich, 150 Stunden oder so da drin gelassen. Ich kann es halt nicht überprüfen, weil das ja einfach nur dann, ne, das ist zwar die Steam-Version, die ich installiert habe, aber die läuft ja natürlich nicht und deswegen habe ich da auch keine Möglichkeit, irgendwie die Zeit zu messen. Aber es waren locker über 100 Stunden. Habe extra angefangen, Rollercoaster Tycoon, YouTuber Marcel, wie heißt der, Marcel Voss oder so, dem Holländer zu folgen. So richtig reingefallen und deswegen, wenn irgendwie ein neues Spiel angekündigt wird, was in diese Richtung geht, was eben so eine Aufbau-, Park-Management-Simulation ist, bin ich immer ganz hellhörig und Park Beyond sieht auf jeden Fall cool aus. Ich habe immer noch so ein bisschen die Sorge, dass es eigentlich dann nur so auf dem Level von irgendwie Planet Coaster oder so ist, was nicht schlecht ist, aber ich habe doch die Hoffnung, dass ich das spiele und sage, ja, das ist das erste Mal, dass es einen, auch so ein 3D-Park-Simulator- Aufbau-Gedöns, was auch immer, wie man das bezeichnen will, ist, das für mich den Rang davon ablöst. Und ich werde es mir, ich weiß nicht, wie gesagt, auch da, ob ich die Zeit haben werde. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie in das Spiel drankomme, aber da hätte ich definitiv Bock drauf. Ich bin vor allem mal gespannt, weil selbst, ich bin zwar an sich klar konsolenfokussierter Spieler, aber bei solchen Titeln gehe ich auch immer noch auf die PC-Version. Ne? Also selbst auch so Sachen wie jetzt irgendwie dann das Two Point Hospital oder Two Point Campus, so auch wenn es da Konsolenversionen gibt. Das spiele ich dann lieber doch am PC. Und bei Park Beyond würde ich auch mal gerne gucken, hey, okay, jetzt gibt es direkt von Anfang an nativ eine Konsolenversion. Wie ist das denn? Kann es die Xbox-Fassung von Rollercoaster Tycoon? Ja, die gibt es, die habe ich auch mal im Stream gespielt, gibt es auch eine Aufzeichnung von, ob es die schlagen kann. Ich bin mal gespannt, aber ja, Park Beyond sieht cool aus und hoffe, es wird fucking fantastisch. Aber ja, werden wir dann sehen, wenn ich dafür Zeit habe. So, jetzt auch ein Spiel, was ich überhaupt keine Ahnung hatte, dass es existierte, bis ich hier für das Video recherchiert habe. Und das ist Nocturnal, ein 2,5D-Action-Plattformer, wo Leute irgendwie direkt wieder so Metroidvania reingeworfen haben und von dem, was ich aber gehört und gesehen habe, ist es doch eher linearer aufgebaut und fokussiert. Und die Vibes, die ich kriege, sind Prince of Persia. Das ist das, ich gucke das an und eben auch gerade, ja, das Kampfsystem jetzt eher weniger, obwohl ich meine, es ist sehr reduziert von dem, was ich gesehen habe. Und auch das Kampfsystem von Prince of Persia, gerade Sense of Time, ist halt sehr reduziert und geht mehr darum, priorisieren eben, wie, wann greife ich wo die Gegner an und wann verschaffe ich mir den Platz, irgendwie einen Finisher oder so anzusetzen. Aber das, was es vor allem ist, natürlich so ein bisschen auch die Optik, dass es daran orientiert. Aber
aber, dass das Plattforming sehr auf diesen, auf so Fallen basiert, sodass irgendwelche Mechanismen aktiviert werden, dass Plattformen rauskommen, hoch runtergehen, in die Wand rein oder rausgeraten. Und das erinnert mich wirklich so, als ob jemand, ich meine, Prince of Persia ist an sich ja original ein 2D-Titel, aber es fühlt sich so für mich an, als ob jemand so das Plattforming aus Sands of Time genommen hätte und das eben in so ein 2,5D-Spiel gemacht hat. Keine Ahnung, ob das die Inspiration war oder das ob am Ende wirklich im Spiel tatsächlich sich so anfühlt, aber es ist zumindest der generelle Vibe, den ich bekomme. Und auch ansonsten hat es, ne, wenn ich mir so das Gameplay ansehe, was auch im Hintergrund läuft, das fängt auch von Beginn an, bevor man überhaupt in diesem komischen Tempel oder sowas das ist, dann reingeht. Und auch das baut eine sehr schöne Atmosphäre auf. Das gibt mir eben dann auch eine, deswegen passt es auch nochmal, finde ich, mehr in diese Prince of Persia Richtung, weil es eben sich so anfühlt wie einen Cinematic Platformer, zu denen ja das originale Prince of Persia wahrscheinlich auch irgendwie gehört, ne, so Cinematic Platformer, so Another World bzw. Out of This World. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns in Europa tatsächlich hieß. Das sind die beiden Titel dafür, ne, so Heart of Darkness und sowas. Und diese Vibes davon kriege ich direkt. Und das finde ich super, vor allem wenn das dann ausgebaut oder kombiniert wird mit richtig gutem Plattforming, weil Cinematic Platformer sind jetzt meistens nicht dafür bekannt, dass sie halt wirklich gutes Plattforming haben. Aber ja, Nocturnal sieht auf jeden Fall hervorragend aus und ich hoffe, dass ich auch dafür die Zeit finden werde, es zu spielen. Wofür ich definitiv die Zeit finden werde, weil das nämlich eine unserer nächsten Episoden bei Ink Ribbon Radio, ne, erneut unser Horrorspiel-Podcast, sein wird. Das liegt auch schon auch fest. Amnesia The Bunker. Und da habe ich wirklich große Hoffnungen drauf, weil das letzte Amnesia, da habe ich eine Review auf meinem Patreon zugemacht, falls ihr die euch anhören wollt. Als das rauskam, das war, glaube ich, Amnesia Rebirth war es. Und da bin ich vollkommen abgeprallt. Das fand ich unfassbar langweilig und eben auch sehr, ja, ich hatte das Gefühl, dass gerade nach Soma, ne, ist ja auch von Frictional Games, die ja vorher ne, das erste Amnesia gemacht haben, davor noch Penumbra, I Know, die Trilogie. Das zweite Amnesia war von Chinese Room, die es nicht mehr gibt, Rest in Piss. Aber Soma war irgendwie schon ein Spiel, wo ich dann auch das Gefühl hatte, okay, wir machen mehr den Fokus auf die Narrative und die eigentlichen Spielelemente fühlen sich doch schon so sehr an, als ob, okay, das sollte nicht mehr der Fokus sein bei den Titeln. Das sollte sich irgendwie ein bisschen weiterentwickeln. Und Amnesia Rebirth war dann mehr wieder so ein Rückschritt, wo man irgendwie, ja, okay, wir machen irgendwie nochmal das Gleiche, was Amnesia gemacht hat, aber nicht mit wirklich interessanten Level-Design, nicht mit interessanten Encounter-Design und auch der Fokus der Handlung und all das und die ganzen Charaktere und so. Mir ist die Protagonistin jedes Mal auf den Sack gegangen, wenn die einfach nur ihr Maul aufgemacht hat. Das hat mich überhaupt nicht abgeholt und deswegen fand ich es auch so interessant, dass The Bunker jetzt doch relativ zügig angekündigt wurde, also gerade für Frictional Games-Verhältnisse, wenn man sich mal anschaut, wie lange die Entwicklungszeit zwischen Amnesia und dann eben Soma war und dann eben auch nochmal Rebirth und jetzt sehr zügig danach The Bunker rauskommt. Und das scheint mir wieder so, okay, wir versuchen jetzt wirklich mit unserem System den nächsten Schritt zu wagen, ein wahrscheinlich auch eher so kompakteres Spiel, weil von dem, wie es, also korrigiert mich da gerne, aber von dem, wie ich das auch in den ganzen Gameplay-Materialien und der Demo, die sie auch gezeigt haben, von der ihr auch das Videomaterial gerade sehen solltet, dass es hier scheinbar nur ein Monster gibt, dass es so versucht, dieses Resident Evil Nemesis System halt wirklich in ein Spiel umzusetzen und es aber dann spielerisch mehr Immersive Sim Facetten hat. Das ist dann eben, dass du mehr dir eigene Strategien ausdenken kannst, basierend eben auf den Interaktionsmöglichkeiten zwischen den ganzen Systemen, dass es ja auch eine Waffe gibt in dem Spiel. Ich liebe das, dass es endlich mal seit Condemned, ich weiß, gibt es garantiert auch irgendwie andere Spiele, aber das fällt mir auf jeden Fall sofort immer dazu ein, dass man dann nicht einfach irgendwie eine Anzeige hat, okay, so viel Munition besitzt du, sondern du musst dann halt wirklich deinen Revolver aufklappen, mit denen, dass du den Zylinder rausholst und dann nachzusehen, oh scheiße, ich habe noch so und so viel Schuss da drin. Und dass das dann nicht einfach nur zur Verteidigung eingesetzt wird, sondern dass du damit auch andere Interaktionsmöglichkeiten mit der Umgebung hast, die du dann einsetzen kannst, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Ich mache mir hauptsächlich noch ein bisschen darum Sorgen, dass sie, ne, weil es eben nur den einen Gegner gibt, muss dann eben der Fortschritt wieder durch Puzzle erfolgen. Und obwohl man natürlich jetzt dann vielleicht mehr Interaktionsmöglichkeiten hat, kann es dann natürlich sein, dass es trotzdem wieder darauf hinausläuft, einfach nur so ein Katz- und Maus-Spiel, Verfolgungsjagd den zu sein, hole einen Gegenstand und versuche das währenddessen nicht entdeckt zu werden. Und da bin ich dann vor allem gespannt, wie dann die Interaktionsmöglichkeiten sind, so wenn du entdeckt wirst vor allem, was du dann machen kannst, außer weglaufen und irgendwie was zu verriegeln, weil das finde ich ist einfach unfassbar langweilig und auch etwas, weshalb ich dann auch Rebirth so schnell irgendwie nur noch beenden wollte, weswegen ich auch bei Titeln dann irgendwie mit Outlast und dann gerade Outlast 2 irgendwie auch überhaupt keinen Spaß mehr mit habe.
hatte, weil die eigentlichen Gameplay-Möglichkeiten, die du hast, um damit zu interagieren, halt so reduziert sind im Gegensatz zu Titeln, die halt wirklich dir den Kampf erlauben, wenn ich mir halt ansehe, was meine kompletten spielerischen Optionen in einem Evil Within beispielsweise sind. Ne? Und aber ich finde es konzeptionell sehr interessant und ich hoffe darauf, dass man so gerade nach dem Rückschlag von Rebirth, was ja auch wirklich nicht gut angekommen ist allgemein, dass man hier gesagt hat, okay, alles klar, ne, Not macht erfinderisch und wir müssen einen schnelleren Turnaround haben, also machen wir ein kleineres, kompakteres Spiel und fokussieren uns eben dann auf diese Elemente. Und ich hoffe, dass das Ding jetzt dann rauskommen wird nächste Woche und super erfolgreich ist und ich werde es definitiv streamen, ich weiß nicht noch, wahrscheinlich nicht komplett, müssen wir mal gucken, aber zumindest den Anfang davon will ich auf jeden Fall streamen, wenn es rauskommt nächste Woche und ich werde auch hier ein Video wahrscheinlich dazu machen, aber die richtige, vollkommene 100% Besprechung werdet ihr dann bei Ink Ribbon Radio hören, meinem Horrorspiel-Podcast und dem besten Horrorspiel-Podcast der Welt. So, jetzt noch kurz vor Schluss ein Spiel, was in anderen Listen, die ich mir auch angesehen habe, natürlich irgendwie nicht vorgekommen ist. Keine Ahnung. Ich freue mich da mega drauf und das ist Master Detective Archives Raincoat. Also wir werden es wahrscheinlich auch am besten einfach nur Raincoat nennen. Das ist ein Switch-exklusives Spiel von Tukio Games. Das sind hauptsächlich eben ein Zusammenschluss aus Leuten wie beispielsweise Uchi Kosh, dem Macher von Zero Escape, und Kodaka, dem Macher von Danganronpa und eben auch dem Artist, der für Danganronpa zuständig war, dessen Name ich leider nicht weiß, Schande über mein Haupt. Und Raincoat fühlt sich auch an wie so, okay, wir machen jetzt eben auch eine Weiterentwicklung, weil die Leute, die halt gerade Danganronpa V3 gespielt haben, und ja, es heißt V3, dann, die wissen nämlich genau, dass es sehr absurd wäre, noch ein weiteres Danganronpa irgendwie zu machen. Aber natürlich ist Detective-Genre oder Death Games oder sonst was, sind ja weiterhin interessant, nur es sollte dann eben neuere Konzepte geben. Und in diesem Fall ist es halt wirklich ein Detective-Spiel, bei dem es dann scheinbar dann eben auch mehrere Fälle gibt, bei dem man auch ganz normal dreidimensional die Umgebung erkundet und die ganzen, ne, man spielt einen Junior-Detective, natürlich wieder Amnesia, damit es irgendwelche Twists und Turns geben kann im Verlauf. Bin ich sehr drauf gespannt. Ich weiß, das ist so ein klassischer Trope, aber wenn es dann für gute Twists eingesetzt werden kann, habe ich da immer Bock drauf. Der in einer kompletten Organisation von Detectives ist, die alle ihre unterschiedlichen Fähigkeiten haben und die dann auch wahrscheinlich spielerisch im Verlauf der Kampagne da eben dann genutzt werden müssen, hoffe ich auf jeden Fall. Und es kommt natürlich dann auch am Ende wieder dazu, dass ihr die ganzen Beweise und die ganzen Sachen, die ihr herausgefunden habt, dann deduktionsmäßig zusammenführen müsst, um herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. Und das ist etwas, was ich immer geil finde, wo ich gefühlt nie genug von kriegen kann. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob das Genre irgendwie super übersättigt wäre, weil eigentlich ne, Tokyo Games und die Leute, die dabei arbeiten, was sie vorher gemacht haben, das sind somit die einzigen, die uns da irgendwie Stoff zu geben. Und nach den etwas kleineren Titeln, die sie ja gemacht haben, die ich jetzt tatsächlich nicht so gut fand, so Death Come True und so, ja, ganz nettes Konzept, war auch auf jeden Fall ein kleineres Spiel, aber so, nee. Und Raincoat scheint wirklich so, okay, das ist unser nächstes richtiges, also für unsere Verhältnisse, ne, für Tokyo Games Verhältnisse, großes Spiel. Und da bin ich auf jeden Fall drauf. Also da freue ich mich wirklich mega drauf. Und da habe ich, ich hoffe, dass das gut wird und dass ich dann euch wahrscheinlich dann halt erst, ne, weil das kommt, glaube ich, auch zum 30. oder so raus, Juni, dass ich euch dann Anfang Juli hoffentlich davon erzählen kann, wie bei vielen anderen Sachen, yo, der geilste Scheiß auf Erden. So, und jetzt kommen zum Abschluss, ne, wie könnte es auch anders sein, die halt richtig großen Brecher diesen Monat, die beiden großen AAA-Titel, die auch bei sehr vielen Leuten schon auf der Liste drauf sind und das ist bei mir nicht anders. Und auf dem vorletzten Platz ist Street Fighter 6. Und ich habe richtig Bock auf Street Fighter. Ich habe gerade kurz vor der Aufnahme meinen Code dafür bekommen. Das lädt gerade im Hintergrund runter und ich habe richtig Bock, den Singleplayer vor allem auszuprobieren, weil holy shit, das hat gerade einem japanischen Spiel einfach so gefehlt, dass ich das erste Mal seit Soul Calibur 2 irgendwie wieder einen richtigen Singleplayer irgendwie drin habe. Ich meine jetzt so Smash Brothers irgendwie ausgenommen, weil das ist auch das, was das Spiel braucht und was auch Fighting Games brauchen, um im Casual-Bereich, im eben Mainstream auch mehr Anklang zu finden, weil die meisten Leute dann, ja, du holst dir dann eben Street Fighter, wahrscheinlich, weil du es auch kennst und weil du auch so die Nostalgie dafür hast, aber auch die Leute, die wie ich eben jetzt nicht da sitzen und dann die ganzen Tag
Online-Lobbys farmen und die Zeit dafür haben oder eben auch die Muße dafür haben, sich dann eben richtig darin einzuarbeiten. Ich möchte das wirklich machen. Ich habe ja auf meinem Hauptkanal auch eine Review rausgebracht zu Guilty Gear Strive. Das könnt ihr euch auch gerne ansehen und auch da thematisch drin habe ich ja so ein bisschen aufgearbeitet, wie das Spiel war, wo ich jetzt das erste Mal auch so gemerkt habe, okay, alles klar, das ne, so ein bisschen mehr eingetaucht. Und Street Fighter ist natürlich noch so ein bisschen einsteigerfreundlicher, weil es sich ja auch auf die Fundamentals des Genres ein bisschen mehr fokussiert und jetzt eben nicht so Combo-heavy direkt vom Start eben aus her ist. Und deswegen wollte ich jetzt Street Fighter 6 eben auch nutzen, um da mehr reinzukommen. Und gerade so ein Singleplayer gibt mir dann auch die Möglichkeit, dass ich auch für mich dann ein bisschen mehr Zeit da rein investieren kann, eben dann auch die verschiedenen Charaktere in der Handlung. Ne? Du spielst zwar, du hast zwar deinen eigenen Charakter, aber du kannst ja die Movesets von den anderen Figuren eben ausprobieren. Und das ist eben auch, finde ich, aus meiner Perspektive immer das Großartige von so einem Singleplayer, dass es mir eine Möglichkeit gibt, wesentlich interessanter das Spiel so ein bisschen kennenzulernen und damit zu interagieren, die Charaktere auszuprobieren, ohne jetzt irgendwie langweilig einfach nur in Arcade-Stockkämpfen das Ganze durchzumachen oder mich eben online dezimieren zu lassen von Leuten, die halt wesentlich, wesentlich besser sind. Und wenn dadurch jetzt eben auch mehr Leute das Spiel spielen, hast du eben auch mehr Leute, die auf deinem gleichen beschissenen Level sind und hast dementsprechend auch mehr Spaß. Ich hoffe, dass da eben auch das Lobby-System bei Street Fighter 6 ganz, ganz gut wird. Aber ich habe Bock. Ich liebe auch Final Fight als Beat'em-up-Reihe und von dem, was ich gesehen habe, ist dieses Spiel vollgepackt in seiner Singleplayer-Kampagne mit Referenzen zu Final Fight. Da habe ich sowieso absurd Lust drauf. Ich finde, das Spiel sieht absolut fantastisch aus und ich freue mich einfach nur, dass gerade nach der Launch-Katastrophe von Street Fighter 5 auch da eine Ono Rest in Piss, jetzt wieder Leute da sind, die die Fighting Game Division von Capcom auf den Stand führen können, wo die restlichen die restlichen Studios und Entwicklungen da sind. Also freut mich einfach nur, dass gerade Capcom wirklich in der, so, ne, ich habe meine Probleme mit Village oder so gehabt, aber das ist ja trotzdem, bei den meisten Leuten kommt es gut an. Von daher, und ich kriege ja auch Titel, die mir gefallen und die mich interessieren. Und es freut mich einfach zu sehen, dass ein Entwickler mit eben auch so vielen alten Franchises da rauskommt und sowas Großartiges scheinbar macht. Die Reviews dazu sind ja wirklich fantastisch von Leuten, die eben auch drin sind und die Beta gespielt haben. Habe ich auch nur Gutes gehört. Ich habe mega, mega Bock drauf und werde auch wahrscheinlich nächste Woche dann ein bisschen was zu dem Singleplayer sagen. Klar, die Facetten vom Multiplayer. Ich werde wahrscheinlich in einer endgültigen Review auch wieder so ein bisschen wie bei Strive meine Eindrücke, meinen Werdegang und das aus meiner Perspektive beschreiben. Aber von mir braucht ihr jetzt nicht die Expertise da irgendwie erwarten. Aber ich meine, ganz im Ernst, von irgendeinem Magazin werdet ihr das auch nicht. So. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nächste Woche erstmal was zum Singleplayer machen. Natürlich, wie könnte es anders sein? Was ist auf dem ersten Platz? Oh mein Gott, Final Fantasy 16. Holy shit. Final Fantasy 16, ein Spiel von den Leuten, die eben auch hauptsächlich für Final Fantasy 14 zuständig waren, was, ne, und da habe ich ja auch das letzte Jahr gut reingespielt, momentan pausiert, weil nicht wirklich Zeit dafür da ist, mich darauf zu konzentrieren, will ich irgendwann auch weitermachen, aber was ich da schon auch von der Handlung, gerade eben auch im ersten Add-on Heavensward gesehen habe, macht mir wirklich ein feuchtes Höschen für das, was in Final Fantasy 16 mich erwartet. Ich bin immer noch sehr, so ein bisschen so, was Aspekte vom Kampfsystem betrifft, dass so, ja, wir haben den Combat-Designer von DMC 5 und visuell und eben die Möglichkeiten, die du hast, bueno, aber wenn ich dann irgendwie schon Gameplay-Material sehe, wo so ein dicker Troll da ist und du stylst eigentlich nur seine Lebensleiste zu Tode, ohne dass du den Gegner wirklich mit deinen Attacken irgendwie beeinflusst, da kriege ich ein bisschen Sorgen, auch eben so, was das, dadurch, dass es halt immer noch ein Action-RPG ist, was so Aspekte im Kampfsystem wie die Cooldowns betreffen, aber ich habe mega Bock drauf und ich glaube auch, dass es im schlimmsten Fall immer noch eine sehr coole Erfahrung sein wird. Und auch hier, um das nochmal zu sagen, ich weiß, ich habe das eigentlich nur in den Streams bisher angekündigt, einfach weil ich so einen immensen Dachschaden habe und irgendwie irgendwie versuchen muss, was Interessantes zu machen. Ich habe ja schon zum Start von Resident Evil 4 dieses Jahr, vom Remake, habe ich ja einen 24-Stunden-Livestream gemacht, in dem ich das komplette Spiel in einem Stück durchgespielt habe. Ich dachte eigentlich, ich könnte danach noch einen zweiten Durchgang anfangen, aber dann hat mich der erste Durchgang 22 Stunden gekostet bereits. Aber ich werde Final Fantasy 16, und das ist kein 24-Stunden-Stream, nein, ich werde zum Launch irgendwann Nachmittag oder so abends von Final Fantasy 16, werde ich mit meinem Stream live gehen. Ich werde einfach den, ne, Stream-Starten-Button auf
in OBS drücken und dann wird der Stream erst wieder beendet, sobald die Credits rollen. Das heißt nicht, dass ich dann die ganze Zeit da sitzen werde. Ich werde zwischendurch wahrscheinlich abends dann natürlich dieses Mal ins Bett gehen und währenddessen einfach irgendeine Playlist meiner Videos oder so laufen lassen vom Hauptkanal, wie ich das schon mal gemacht habe bei einem anderen Stream. Aber der Stream selber wird erst beendet, wenn ich dieses Spiel durch habe. Und ich habe noch keine Ahnung, wie lange das gehen wird. Keine Ahnung, aber ich will es auch einfach mal als Experiment ausprobieren. Und solange ich noch einen Körper habe, den ich zerstören kann, dann versuchen wir das nochmal. Aber dann, deswegen wird es auf jeden Fall auch danach dann Inhalte zum Spiel geben. Wo und wie genau werde ich dann noch sehen. Aber ja, Final Fantasy 16 habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was denn eure Lieblingstitel sind. Und vor allem immer, ne, was ist so der Titel oder halt die ein, zwei Spiele, auf die ihr euch am meisten freut, die ihr euch auf jeden Fall holen werdet. Nennt auch Sachen, die ich jetzt, ich will nicht sagen, vergessen habe. Es kann sein, dass ich halt irgendwelche Sachen nicht beachtet habe. Gerade irgendwie auch aus dem Indie-Sektor gibt es immer irgendwelche Titel, die natürlich nicht in irgendwelchen Listen aufgefasst werden. Also schreibt mir gerne auch Spiele rein, die ich nicht beachtet habe. Oder zum Beispiel, ne, ich weiß, dass wieder irgendwelche Fahrsimulationen oder Strategiespiele oder sonstiger Kram rausgekommen ist, der mich einfach nicht interessiert. Dazu habe ich nichts zu sagen. Aber hey, nennt das eben auch gerne und dass auch andere Leute, wenn sie in die Kommentare irgendwie durchschauen können, dass das da vielleicht auch weitere Hinweise gibt auf Spiele. Hey, yo, cool, ne, alles klar, da ist irgendwie so ein Titel erwähnt, der ist das und das, der macht das und das irgendwie besonders oder macht das irgendwie aus, dann schaue ich da irgendwie doch auch mal rein. Und ansonsten, ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, ihr habt jetzt heute einen wunderbaren Start ins Wochenende. Falls ihr irgendwie auch Street Fighter 6 spielen solltet, dann verkloppt man sich hoffentlich gegenseitig jetzt am Wochenende. Und ansonsten werden hier auch weiterhin die Inhalte rausgeballert. Folgt mir gerne, ne? Lasst das Abo da, schaut auch gerne bei den Streams vorbei und falls ihr sie, wie gesagt, nachholen wollt, ich lade die einzelnen Segmente, ne, wenn es jetzt irgendwie Reactions sind oder eben auch die Spiele, lade ich separat hoch, dass ihr euch dann nicht durch irgendwie einen 6-Stunden-Wort durchscrollen müsst, sondern ihr kriegt die Dinger dann eben einzeln präsentiert, also geht da auch gerne auf den Stream-Archive-Kanal und wie gesagt, für alle Horrorspiel-Fans, Inkribben Radio, der beste Horrorspiel-Podcast aller Zeiten. Wir haben aktuell, ist die Folge zu Limbo rausgekommen und wir werden, wie gesagt, demnächst, ich glaube, das nächste Spiel, was wir machen, ist das System Shock Remake. Da wird es hier auch noch nächste Woche einen Inhalt zu geben. Ich muss mal gucken, wie ich das alles irgendwie unter Dach und Fach kriege. So, ich habe ehrlich gesagt zu viele Inhalte für zu wenig Tage diesen Monat. Das ist absurd. Ich muss mir gar keine Gedanken darüber machen, oh, wie kriege ich überhaupt den Juni mit Content gefüllt? Es ist eher so, wie kriege ich den Content in den Juni gepresst? Das ist so eher die Frage. Aber ja, schaut da gerne vorbei und ansonsten einen wunderschönen Tag und bye!